Arzt sein, das scheint gar nicht so leicht. Handelst du nach hypokratischen Eid? Du stehst ein für deine Werte und wägst ab mit dem Herz und sitzt nun ein seit Mai 22, das ist nicht fair. Ein Löwe hinter Gitter, wo er gar nicht hingehört. Die Rechtsprechung dieser Tage sind entleert. Digga, was schreibt Orwell? Alles wird verdreht und verzerrt. Du willst Gutes tun und wirst zum Straftäter erklärt. Wir sind laut für dich, jeder soll erfahren, was hier geht. Wenn das die Regel hier, ist das Staatsorgan obsolet. Freiheitsentzug, nur weil du Menschlichkeit zeigst. Parallel dazu spricht man Pädophile frei. Kranke Welt. Es ist offiziell, Deutschland hat kein Rechtsstaat mehr. Sie haben Dr. Heinrich Habeck einfach weggesperrt. Prozessreich außer Kraft gesetzt. Hauptsache der Arzt kommt weg, weil er seine Neiden sprechen wollte. Fuck, ist das gerecht? Mittlerweile herrschen Methoden wie in China. Rechtssystem gekauft wie die Korruption bei FIFA. Was mit BioNTech? Was mit Pfizer, Mann? Warum ist der Schein und der Bruder noch ein freier Mann? Postvaccine-Schäden werden chronisch unter Tisch gekehrt. Impfopfer sterben, weil man ihnen den Rücken kehrt. Täter werden geschützt und Helden inhaftiert. Schrei, die Impfung ist das Virus, bis der Letzte ist kapiert. Wir haben euch gewarnt, nein, es gibt kein Zurück. Es ist heute dein Arzt und morgen holen sie dich. Sie wollten dir und mir schaden. Wir als Löwen sind das Gegengeschrei. Free Dr. Habeck und jeden da draußen, den's betrifft. Dich selbst in Gefahr zu bringen, um anderen zu helfen, das ist Heldentum. Doch gibt es leider viel zu selten. Du hast Charakter bewiesen. Zu vielen in diesen Tagen fehlt es an Entschlossenheit und Zivilcourage. Ein Löwe ergreift Maßnahmen gegen die Willkür des Staates. In unserem Unrechtssystem liegt die Menschlichkeit begraben. Wenn du dich fragst, ob es das wert war, das wahr ist. Es gibt viele Menschen, die heute dank dir noch atmen, weil deine Haltung sie vor der Impfung bewahrte. Keine rechte oder linke Gesinnung, nur gerade. Gott schenkt seinen stärksten Soldaten die schwersten Schlachten, welche Schmerzen uns auch erwarten. Wir werden schaffen. In dieser Zeit ist die Wahrheit einen Dreck wert. Das ist der Grund, warum man Menschen wie dich wegsperrt. Verurteilt von Leuten, die Impfschäden leugnen. Rechtsstaat ist tot, es gibt so viele Zeugen. Du hast Recht, sie statuieren ein Exempel an dir. Anders können sie die Lügen nicht mehr handeln. Du hast den Menschen ihre Würde bewahrt und so ganz nebenbei noch ein paar Leben gerettet. Ich würde sagen, so definiert man einen Helden. Denk daran, wenn sich die Zweifel bei dir melden. Zwischen dir und dem Zeitgeist liegen Welten. Schreib einen Brief, wenn was ist, und wir helfen. Wir haben euch gewarnt, nein, es gibt kein Zurück. Es ist heute dein Arzt und morgen holen sie dich. Sie wollten dir und mir schaden. Wir als Löwen sind das Gegengeschrei. Free Dr. Habeck und jeden da draußen, den's betrifft. Wir haben euch gewarnt, nein, es gibt kein Zurück. Es ist heute dein Arzt und morgen holen sie dich. Sie wollten dir und mir schaden. Wir als Löwen sind das Gegengeschrei. Free Dr. Habeck und jeden da draußen, den's betrifft. Wir haben euch gewarnt, nein, es gibt kein Zurück. Es ist heute dein Arzt und morgen holen sie dich.